Die Laureus World Sports Awards. Blitzlichtgewitter, der etwas andere rote Teppich und immer wieder eine beeindruckende Kulisse. Lebende Legenden vergeben die wohl bedeutendste Auszeichnung im Sport. Eine Auszeichnung von Sportlern für Sportler. Die Veranstaltung kommt in diesem Jahr zum ersten Mal nach Deutschland. Am 18. April treffen sich in Berlin Spitzensportler aus aller Welt zu den Awards. Neben Hochkarätern aus dem Sport begrüßt die Hauptstadt auch Stars und Sternchen aus Hollywood. Unter ihnen Schauspieler Bill Murray, dem eine große Ehre zuteil wird. Er darf als Moderator durch den Abend führen und reiht sich damit in eine Riege namhafter Persönlichkeiten ein, die den Oscar des Sports zu dem gemacht haben, was sie heute sind. 42 Nominierte haben in 7 Kategorien die Chance auf einen Award. Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hofft in der Kategorie World Sportsman of the Year auf die Trophäe. Teamkollege Nico Rosberg ist mit dem Rennstall Mercedes-AMG Petronas nominiert. Doppelchance, auch für Motorsportchef Toto Wolff. Ich freue mich natürlich über diese zweifache Nominierung für den Laureus Award. Einerseits als Team des Jahres, andererseits als Sportler des Jahres. Und hoffe, wir können gewinnen. Ebenfalls die Chance auf einen der begehrten Awards hat die österreichische Skirennläuferin Anna Fenninger. Sie ist in der Kategorie Laureus World Sportswoman of the Year nominiert. Olympiasieger, amtierender Hawaii Ironman Champion, frisch gebackener Vater und Nominierter in der Kategorie Laureus World Action Sportsperson of the Year. Triathlet Jan Frodeno hat ebenfalls die Chance, eine Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Das ist natürlich die Oscar-Verleihung für Sportler. Es gibt nichts Größeres, es gibt keine größere Auszeichnung als Sportler. Und da sind die absoluten Größen nominiert. Ich muss sagen, ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut und freue mich auch sehr auf das Event. Und bin mal wirklich gespannt, was diese, ja, ich habe die Trophäe ehrlicherweise so nah noch nie gesehen und belasse es auch aus Aberglauben erstmal dabei. An einem Tag im Jahr finden die Laureus World Sports Awards statt. An 365 Tagen im Jahr unterstützt Sport for Good im Rahmen der Stiftungsarbeit benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung und nutzt dabei die Strahlkraft des Sports. Gerade durch den Sport kann man jemandem vielleicht auch nur temporär einfach mal eine Auszeit geben aus seinen Umständen. Und die Aufgabe von Laureus, beziehungsweise was sich Laureus auf die Fahne geschrieben hat, ist das, als dauerhaftes Projekt zu gestalten. Das, finde ich, ist eine ganz tolle Aufgabe. Berlin ist bereit für die Laureus World Sports Awards 2016. Für eine Auszeichnung von Sportlern für Sportler.